und damit schönen guten Abend. Was für ein berührender Moment, fast schon unwirklich. David ist einer von drei Querschnittsgelähmten in der Schweiz, die sich einen Elektrostimulator haben einsetzen lassen. Ein medizinisches Meisterwerk. Aber dahinter steckt auch ungeheuer viel Willenskraft und Training. Zum Durchbruch verholfen haben, offenkundig führte kein Weg dran vorbei, Versuche an Ratten. Es ist auch ein leichtes für Pflanzen zu wachsen, wenn sie Kohlenstoff aus der Luft und Nährstoffe aus dem Boden bekommen. Und natürlich Wasser. Das fällt ja quasi vom Himmel. Doch nicht überall. In manchen Regionen der Welt ist Wasser echte Mangelware. Obst und Gemüse anbauen ist bei extremer Trockenheit praktisch unmöglich. In Peru wartet ein Mann Tag um Tag schon gar nicht mehr auf Regen, sondern auf Nebel. Und wir fangen morgen wieder Themen rund um die Welt der Wissenschaften für Sie ein und freuen uns, wenn Sie einschalten. 18:30 Uhr. Einen schönen Abend. Tschüss.